10 der gefährlichsten Aliens der Galaxis sind aus dem Hochsicherheitsgefängnis auf dem Mars ausgebrochen. Du bist der Kopfgeldjäger und musst sie einfangen. Alien ist ein Spiel für 2 bis 8 Spieler. Das Ziel des Spiels ist es, den Spuren der Aliens zu folgen, bis sie eingefangen werden können. Wenn du einen Alien einfängst, legst du ihn vor dich hin in dein Gefängnis. Wenn du 4 Alien eingefangen hast, hast du das Spiel gewonnen. Die 70 Karten des Spiels sind in folgende Typen unterteilt. Spurkarten, Gefangenkarten, Kopfgeldjägerkarten. Zur Vorbereitung des Spiels den Kartenstapel mischen und 5 Karten an jeden Spieler austeilen. Den Stapel verdeckt auf den Tisch legen. Die erste Karte abnehmen und in die Tischmitte legen, um das Spiel zu beginnen. Hinweis: Wenn eine Kopfgeldjägerkarte oder eine Gefangenkarte gezogen wird, muss sie in den Stapel zurückgelegt und eine andere Karte gezogen werden. Es wird abwechselnd gespielt. Wenn du an der Reihe bist, spiele beliebig viele Karten aus deiner Hand. Wenn du fertig bist, so viele Karten aus dem Stapel, bis du 5 Karten in der Hand hast. Wenn du an die Reihe kommst und keine Karte ablegen kannst oder willst, ziehe eine Karte aus dem Stapel, bis du mindestens 5 Karten in der Hand hast. Nachdem du eine oder mehrere Karten gezogen hast, geht es mit dem Spieler links von dir weiter. Das Spiel besteht darin, die Spurkarten in deiner Hand, die mindestens einen Alien enthalten, der mit dem Alien der Karte auf dem Tisch identisch ist, einzeln, aufeinander, abzulegen, bis ein Alien eingefangen werden kann. Wie werden die Aliens eingefangen? Es gibt 3 Methoden. Wenn du an der Reihe bist, darfst du die Gefangenkarten aus deiner Hand verwenden, wenn der Alien mit einem der beiden Aliens auf der Karte auf dem Tisch übereinstimmt. Herzlichen Glückwunsch, du hast ihn eingefangen und legst ihn vor dich hin, in dein Gefängnis. Nachdem du den Alien gefangen hast, spielst du mit der Karte weiter, die auf dem Tisch liegt. Wenn du es während deines Zuges schaffst, alle Karten auf deiner Hand auszuspielen und keine mehr hast, kannst du einen Alien aus dem Gefängnis eines Spielers deiner Wahl ziehen und ihn direkt in dein Gefängnis legen. Du darfst keinen Alien ziehen, wenn du mit 3 oder weniger Karten in deiner Hand an die Reihe kommst. Immer, wenn das Ergebnis der Addition oder Subtraktion der beiden Zahlen der Karte auf dem Tisch mit der Zahl der Gefangenkarte in deiner Hand übereinstimmt, musst du die Hand auf dem Stapel legen und Gefangen rufen. Das gilt jederzeit, auch wenn du nicht an der Reihe bist. In diesem Moment müssen die anderen Spieler dir folgen und ihre Hände schnell auf deine Hand legen. Nimm dem letzten Spieler eine Karte aus der Hand und nimm sie in deine. Vergiss nicht, den eingefangenen Alien in dein Gefängnis zu stecken. Der Spieler, der gerade an der Reihe war, spielt seinen Zug weiter. Und für die Subtraktion gilt das Gleiche. Wenn 2 Spieler einen Alien durch Addition und Subtraktion einfangen können, darf nur der Spieler, der als erster seine Hand auf den Stapel legt, diesen Alien einfangen. Wenn ein Spieler irrtümlich seine Hand auf den Stapel legt, wenn das nicht zulässig ist, kann der Spieler, der gerade an der Reihe ist, dem Spieler, der den Fehler gemacht hat, eine Karte aus der Hand nehmen und sie zu seinen eigenen hinzufügen. Achtung! Alle Spieler müssen ihre Karten mit beiden Händen festhalten. Wie werden die Kopfgeldjägerkarten verwendet? Diese Karten sollen dir helfen zu gewinnen. Sie dürfen nur gespielt werden, wenn du an der Reihe bist. Sie werden auf einen separaten Stapel ausgelegt. Typen. Verwende diese Karte, um eine Karte aus der Hand eines Spielers deiner Wahl zu ziehen und in deine Hand zu nehmen. Verwende diese Karte, um einen Alien aus dem Gefängnis eines Spielers deiner Wahl zu ziehen und in deine Hand zu nehmen. Diesen Alien musst du noch einfangen. Verwende diese Karte, um einen Alien aus dem Gefängnis eines Spielers deiner Wahl zu ziehen und direkt in dein Gefängnis zu stecken. Wenn der Kartenstapel zu Ende ist, werden die bereits gespielten Karten und die Kopfgeldjägerkarten gut gemischt und das Einfangen geht weiter. Joker. Nachdem der Alien Nummer 0 eingefangen wurde, darf er von keinem Spieler gezogen werden. Variante. Spieler, die noch nicht addieren und subtrahieren können, können die Aliens mit der ersten und zweiten Methode sowie mit den Kopfgeldjägerkarten fangen. Nicht vergessen, wer als erster 4 Aliens eingefangen hat, hat das Spiel gewonnen. Also los, viel Glück!